Ja, hallo, ich bin der Klaus Siebert von Tiroler Spezialitäten. Wir beschicken verschiedene Wochenmärkte und Sondermärkte im Großraum Stuttgart. Das heißt, wir sind dann von Wochenmärkten in Geislingen an die Steige, in Oberesslingen am Donnerstag, Dienstag und Samstag in Reutlingen, sowie am Samstag noch in Plattenhardt-Filderstadt und in Tübingen am Freitag. Sondermärkte sind bei uns eigentlich meistens im Herbst und im Frühjahr. Das heißt Weihnachtsmärkte, Kirbemärkte und sowas. Auch in der Großregion hier. Geht aber da teilweise runter bis am Bodensee. Die Tiroler Spezialitäten, das heißt aus der gesamten Euro-Region Tirol. Das ist einmal Südtirol, ganz klar, mit den ganzen schönen Bergkäse und Schinkenspeck. Das ist Nordtirol, genauso auch mit den Wurzen, Kaminwurzen, Hirschwurzen, Lammwurzen, den ganzen geräucherten Sachen, die man so kennt. Und die leckere Milch, die Heumilch natürlich, die ganzen Bergkäse auch aus dem Vorarlberg, die wir dann dabei haben. Mit verschiedenen Gewürzen und das dementsprechend auch Ziegen- und Schafskäse und sowas in der Richtung. Lecker ist auch die Marillenmarmelade und die ganzen Sachen, die es sonst da in den alpinen Regionen gibt. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, auf den Wochenmärkten immer alles aufzuschneiden. Das heißt auch den Schinkenspeck schön dünn aufzuschneiden oder den ganzen Hirsch oder auch dementsprechende Rinderhenke. Das ist so bündnerfleischartig, weil das ist schon was Besonderes, was es in den Bergen gibt einfach, weil es freilebende Tiere sind auch und auch eine sehr gute Milch, die verarbeitet wird dort mit verschiedenen Heumilchkäsen. Gut. Ich freue mich, dass ihr dann wieder bei uns vorbeischaut. Wie gesagt, in den verschiedenen Wochenmärkten. Und wünsche euch auch einen schönen Tag noch. Wunderbar.